Russland hat angesichts der Spannungen mit dem Westen seine Militärdoktrin überarbeitet. Aktuelle Konflikte und die NATO-Osterweiterung stuft Russland jetzt als größere Gefahr für die eigene Sicherheit ein. Am grundlegenden Verteidigungscharakter der Doktrin ändert sich nach den Worten von Kreml-Chef Putin nichts. Bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates bestätigte Russlands Präsident Wladimir Putin heute die überarbeitete Militärdoktrin. Darin wird die NATO weiterhin als Hauptbedrohung für Russlands Sicherheit gesehen. Neu ist die schärfere Wortwahl. Die NATO habe ihre Angriffskapazitäten erhöht. Sie expandiere bis hin zu Russlands Grenzen. Bei einem Besuch im neu geschaffenen Nationalen Verteidigungszentrum hatte Putin vor Militärkommandeuren über diese Gefahren gesprochen. Kritisch sei nach wie vor das US-Raketenabwehrsystem und die erhöhte NATO-Aktivität. Die Doktrin behalte aber ihren defensiven Charakter. Neue Gefahren gingen aus von Nordafrika, Syrien, Irak, Afghanistan und der Ukraine. Nicht namentlich genannte führende Staaten destabilisierten unabhängige Staaten, indem sie zum Beispiel private Militärdienste einsetzten oder das Protestpotenzial der Bevölkerung anheizten und radikale Organisationen förderten. Die größte innere Bedrohung sei ein Informationskrieg, der die patriotischen Traditionen Russlands untergrabe. Die NATO entgegnete heute, dass sie weder Russland noch irgendein anderes Land bedrohe. Ihre Aktivitäten seien klar defensiv und entsprechen dem internationalen Recht. Dagegen würden Russlands Aktionen in der Ukraine internationales Recht brechen.